Oh, ab heute habe ich Urlaub. Ja, da freue ich mich schon. Ich glaube, ich werde heute erstmal ausschlafen. Denn wenn das Video hier hochlädt, schlafe ich nämlich noch. Also 6 Uhr morgens zur Hochladezeit ist mir das ein bisschen zu früh. Aber trotzdem, herzlich willkommen bei Türchen 22, egal wann ihr hier reinschaut. Auch wenn ihr im Januar oder im Februar hier reinschaut. Es ist total egal. Die Videos bleiben da. Die werde ich jetzt nicht nach Weihnachten einfach hier wegmachen. Heute malen wir zusammen Tannzapfen. Ich finde, das ist immer so eine Herausforderung, weil ein Tannzapfen ist schon nicht so einfach. Aber ihr seht, es ist machbar und es ist gar nicht so schwer. Ja? Probiert's aus. Macht mal mit. Viel Spaß. Ich finde es am einfachsten, einen Tannzapfen mit Vorlage. Also wir machen hier jetzt auch gar kein detailgetreues Spiel. Also wir machen jetzt kein Loose Watercolor. Wir machen jetzt hier aber auch kein exakt realistisches Zeichnen. Und zwar würde ich vorschlagen, wenn ihr keinen habt, googelt einfach mal einen Tannzapfen. Oder ich kann ihn euch ja mal so schön hier in die Mitte halten, von allen Seiten. Dann könnt ihr anhalten und euch einen Screenshot machen oder was auch immer. Aber Tannzapfen sehen schon ziemlich genial aus. Und wenn man die von der Perspektive, also von so malt, ne, dass die so dann auf dem Papier zu sehen sind, sehen die schon ziemlich cool aus. Und deswegen würde ich auch vorschlagen, dass ihr einen Tannzapfen als Vorlage habt. So, ich halte es hier mal kurz fest. Könnt ihr euch screenshotten? Klick, klick. Und dann werde ich mal eine kleine Skizze machen. So, ich weiß, dass der Tannzapfen kein einfaches Motiv ist und es sieht jetzt total nach Chaos aus, was man hier jetzt gemacht hat, ne? Aber lasst euch dadurch nicht verunsichern. Das wird sicherlich ein ganz tolles Ergebnis. Und ich würde jetzt hier dieses Bleistift auch gar nicht so doll wegradieren. Ich mache jetzt bloß, weil es ist ein doch ganz schönes Chaos, was ich hier veranstaltet habe. Lasst euch den Screenshot oder das Originalexemplar auch die ganze Zeit dabei liegen. Solltet ihr keine Zeit haben, macht euch ein Foto davon. Macht euch ein Foto von dem Tannenzapfen oder was ihr euch da ausgesucht habt. Den grundieren wir jetzt mal ganz, ganz einfach vor mit einem hellen Braun. Und hier nehme ich jetzt tatsächlich mal Umbra Natur, weil es doch dem am nächsten kommt. Ich gehe zwar jetzt hier mit rein, ne, das vermischt sich jetzt zwar so ein bisschen, aber im Grundlegenden habe ich hier Umbra Natur. So, das machen wir auch ganz hell, denn wir haben ja hier an den Enden ganz helle Stellen, ne? Und dann malen wir den erstmal ganz grob aus. Malt ihr auch mit einem richtigen Bleistift vor, dass euch die Linien hier nicht verschwinden. Und hier machen wir wirklich auch gar nicht viel mit Übergänge, denn es sind doch schon sehr markante, sehr harte Züge, die dieser kleine Tannenzapfen hat. So, das müssen wir jetzt aber ordentlich trocknen lassen. Und dann gehen wir hier gehe ich jetzt tatsächlich auch mit einem kleineren Pinsel ran. Und ihr seht ja, dass wirklich nur die Spitzen hier so eine hellen Farben haben, ne? Also das heißt, die müssen wir jetzt hier freilassen.
Da machen wir dann vielleicht gleich noch eine kleine Mischung aus einem anderen Braun. Aber es wären eigentlich auch nur so zwei, drei Schichten. Drei Schichten. Ja? Wir werden jetzt hier auch ein bisschen dunkler. Da nehmen wir jetzt immer noch Umbra Natur. Ihr könnt das auch mit einem anderen Braunton machen. Ja? Tatsächlich ein bisschen zu dunkel, deswegen mache ich noch ein bisschen Wasser rein. Ja. So, und die Spitzen lassen wir frei. Das heißt, wir können jetzt nicht alles ausmalen. Jetzt mal gucken, wo wir hier unsere Spitzen haben. Na, hier haben wir ja auch eine. Ich lasse hier tatsächlich auch an dem unteren Rand so und auch an den äußeren lasse ich immer eins frei. Ja. So, und das kommt jetzt noch ein bisschen mehr hervor, wenn wir jetzt die nächste Stufe noch machen. Und da werden wir jetzt auch ein bisschen Schwarz bzw. Neutraltinte noch ein bisschen hinzufügen. Aber auch das erst wieder ordentlich trocknen lassen. Ich finde, das hat jetzt schon so eine gewisse Form. Neutraltinte. Probier jetzt mal aus. Ich kann auf jeden Fall noch ein bisschen Neutraltinte rein. Haben wir immer noch eine Stufe, wo wir mit Schwarz noch mal rangehen können. Wo wir noch mal einen Ticken dunkler werden können. So. Sieht schon, was das macht, ne? Das sieht schon gleich ganz anders aus. Das erfordert schon ein bisschen Konzentration, oder? Aber ich finde, es macht auf jeden Fall total was aus. Guckt einfach so, wie ihr es noch für schöner oder besser haltet. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen mehr Tiefe haben wollt, ja, dann könnt ihr noch mit ein bisschen Schwarz rangehen. Das würde ich aber gar nicht so doll machen. Ihr könnt es mit Fineliner machen
oder mit Pinsel. Ja. Ihr könnt Neutraltinte oder Schwarz, das ist ganz euch überlassen. Ich mache jetzt mal hier mit Schwarz. Aber auch gar nicht doll oder viel. Dort, wo man es vielleicht noch akzentual reinsetzen kann. Einfach noch ein bisschen mehr Tiefe. Ach nee, falsche, da. Einfach noch ein bisschen mehr Tiefe reinzukriegen. Würde ich jetzt hier gar nicht rangehen. Fertig ist unser Tanzzapfen. Ich finde, man kann sich das so richtig kompliziert machen. Es kann aber auch recht simpel sein. Und es ist jetzt keine exakte Kopie dieses Tanzzapfen, sondern ist schon so eine Mischung aus Loose und Realität. So, ne? Aber ja, ich mag es gerne. Mir gefällt es richtig gut. Mal schauen, vielleicht findet das sogar nächstes Jahr einen Platz auf der Weihnachtskarte. So, ich schnibbel noch aus. Ich freue mich wirklich, wenn ihr euch traut, an diesen Tanzzapfen ranzugehen. Und vielleicht hat euch das ja ein bisschen geholfen, wie ich euch das hier so ein bisschen erklärt und gezeigt habe. Und ich hoffe, euch gefällt euer Werk selber auch. Und ja, teilt es gerne in den sozialen Medien. Hashtag Lillys Adventskalender 2021. Markiert mich auch gerne. Und ja, noch 2 Tage, ihr Lieben, noch 2 Tage. Dann ist es hier erstmal vorbei dieses Jahr. Aber morgen sehen wir uns nochmal und übermorgen auch noch. Bis dahin. Adieu.